Wir hören schon Sonic und jetzt sehen wir ihn auch. Ich schiebe ihn mal grazil ins Bild. Eben habt ihr einen Teil von meinem Desktop gesehen. Hey, unfassbar. So, hier ist Sonic. Juhu, hallo Sonic, willkommen. Ich muss das gerade mal ein bisschen hier anpassen an das Aufnahme, an den Rahmen hier. So, jetzt sind wir gleich soweit und jetzt geht's los mit Let's Play Sonic the Hedgehog auf der Mega Drive-Konsole. Viel Spaß dabei. Sonic, der Super Mega, hast du nicht gesehen, schnelle Igel von Sega, feiert ja dieses Jahr seinen 20-jährigen Geburtstag, seinen 20. Geburtstag. Und Grund genug hier mal ihm ein Projekt zu widmen. Mindestens eins. Ich werde bestimmt auch noch den zweiten Teil demnächst mal machen. Und auch noch die Master System-Version. Die werde ich auch nochmal versuchen. Da kommt einiges auf uns zu mit Sonic the Hedgehog. Dem besten Igel der Welt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Ich habe das Spiel selbst nie besessen. Ich habe es immer hier bei Freunden nach der Schule, haben wir uns immer getroffen und gedaddelt hier. Sonic! Da ging's ab, hey! So mit 10, 11 oder wie alt wir waren. Keine Ahnung. Noch nicht alt. Lange her, Freunde. So, erstes Level. Das macht Spaß hier noch. Hier geht's rund. Da können wir noch rennen und jumpen und wie sich das gehört. Bonus! Genau, jetzt können wir diese komischen Chaos Emeralds einsammeln. Wozu die gut sind, weiß ich auch nicht mehr. Ich habe es mal vor einiger Zeit gelesen, aber ich habe es wieder aus dem Gedächtnis verdrängt. Jedenfalls haben wir hier einen wunderschönen psychedelischen Hintergrund mit Vögeln und Fischen, das weiß ich noch. Richtig geil. Also da war mein lieber Mann damals hier mit offenem Mund vorm Fernseher gehockt und gesagt, wie geil sieht das denn aus? Und das sah auch heute noch. Hübsch gemacht. So, jetzt dieser Chaos Emerald, der ist hier in dieser Box eingeschlossen. Da muss ich erstmal die Steine aufbrechen. Und ich hab ihn schon! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Oh, das groovt sowas von hier. Freunde des lustigen Let's Plays. Green Hill Zone, Act 2! Viel Spaß dabei! Ich bin halt ein bisschen albern, ich weiß nicht warum. Ich habe nichts getrunken. Vielleicht hätte ich was trinken sollen, aber guckt mal auf die Uhr, es ist noch viel zu früh. Bin hier kein Alkoholiker. Noch nicht. Wenn ich weiterhin hier mir diese komischen Let's Play-Projekte gebe, dann werde ich vielleicht zu einem. Schnellschuh! Ah, Sonique! Dummkopf. Dummkopfiger Dummigel. Extra Leben! Supi! Und Unbesiegbarkeit. Oh, das muss ich aufpassen. Er ist so schnell unterwegs jetzt. Und die Unbesiegbarkeit schützt nicht vor diesen Dornen hier unten. Da ist immer ein Schleich weg vom Fenster. Ja, Freunde. Das Leben ist kein Ponyhof. Beziehungsweise kein Zuckerschlecken. Beziehungsweise kein Kinderteller. Und was nicht noch alles. So ist es nun mal. Das Leben ist hart. Yes, Sir! Gerade noch reagiert und den Bonusring eingesammelt. Also, nächste Chance auf ein Chaos Emerald. Ich glaube, dieser Ring kommt immer, wenn wir besonders gute Zeiten hinlegen hier. So, jetzt haben wir ein bisschen verändert das Level. Scheiß die Wand an, das war nicht so gut. Leider direkt ins Ziel, das wollte ich nicht hin. Bleibt's bei einem, egal. Egal, da stehe ich sowas von drüber. Sonny, da. Schade. Gerade so am Singen. Hey. Du hast mich gerade zerstört, du kleines Gnom hier. Finde ich mal ganz unsozial hier. So nicht. Ach Gott, Sonic. Sonic! Da, 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 da.
da, so liebe, da. Juhu, böse, aua. Lululululu. Oh, ich werde ganz schwindelig hier, diesem Vordergrund. Wasserfall. Warum blinkt Sonic so, fragt ihr euch? Weil Sonic ein Blinker ist. Haha, nein, er hat natürlich ein Schutzschild eingesammelt von eben gerade. Das heißt, bei einer Feindberührung verliert er nicht gleich seine ganzen tollen Ringe, sondern erstmal sein Schutzschild und dann die Ringe, wenn er Pech hat. So, hier sind diese 10er-Boxen, 10 Ringe. Das 10-Ring-Ding, habe ich früher immer gesagt, ja. Schon wie so eine Autowerkstatt hier. Callheinz, gib mir mal das 10er-Ring-Ding. 10er-Ring-Ding. Ansonsten ist so wie bei Super Mario Brothers, ja, bei 100 Ringen gibt es ein extra Leben. Bei Feindberührung verliert er alle Ringe, kann sie aber wieder zum Teil einsammeln. Solange er immer Ringe auf dem Konto hat, verliert er nicht gleich bei Feindberührung ein Leben. Ne? Ach, was erkläre ich das euch? Kennt ihr doch eh alle. Kennt doch jeder. So, jetzt kommt der Endboss. Ach du heilige Scheiße. Ja, der, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich nenne ihn einfach mal Günther. Der rotbärtige Günther. Der uns hier das Leben zur Hölle macht und mit seinem großen Ding uns erschlagen will. Ganz schön schweinisch, aber es ist halt so. Das große Ding, das schwingende große Ding, mein lieber Scholli. Ui, Vorsicht, meine schönen Ringe will ich nicht verlieren. Hätte ich noch 4 Stück eingesammelt, hätte ich ein Leben bekommen. Ärgerlich. So, da ist er rot und flüchtet bis zum nächsten Endboss-Teil-Ding. So, ich drücke hier mal den Knopf und da kommen die kleinen Tierchen raus, die Sonic befreit hat. Der kleine Vogelchen, der Haschen und was nicht noch alles. Damit ist die erste Welt geschafft! Kleiner Applaus. Ich applaudiere mir selber. So, Miss Marple Zone. Das Level kenne ich auch noch. Ab der dritten Welt habe ich irgendwie keine Ahnung mehr. Ich habe das nie groß weitergespielt, also nachher wird's zum Blind Play. Muss ich leider sagen. Das ist schon ewig her. Also die erste. Oh, jetzt ist es passiert! Sonic hat die Ringe verloren! Sonic, was machst du denn mit meinen armen Nerven? Das kann's doch nicht sein, liebe Leute. Klack, Schutzschild. Shisha, Schutzschild. So, hier haben wir diese bösen Kartoffelstampfer, die uns das, ne? Ganz schwer, ganz böses Gerät. Wenn die uns erwischen, sind wir gleich weg. Ich mach mal kurz Pause und ein Safe State. Ja, so. So darf es sein. Quick Save. Gut. Ganz quick und easy. So, Stein auf den Schalter schieben, damit die komische, der Schnitzelklopfer hier nach oben geht. Ja, ja, die böse Höhle. Oh, mein Mauszeiger ist mitten im Bild. Sorry, sorry, sorry. Ey, du Assi! Egal, neues Schutzschild für Sonique. Die Franzosen sagen bestimmt Sonic. Sonique. Sonic. Monsieur Sonic. Oh la la. Monsieur. Oh la la. Vorsicht, nicht erschlagen lassen von den Steinen. Kommt nicht gut. Komm, 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 komm. Komm runter. Brav. Braves Ding. Wovor sie liegt. Oh, da unten ist wieder die Stampe. Alles klar. Hey, dummkopfige. Oh, Minno. Aua. Ist ja lebensgefährlich hier, was hier passiert. Kleine Fledermäuse. So, ich bin wieder über Tage. Ich wollte gerade sagen, an der Wasseroberfläche. Nein, an der Lavaoberfläche höchstens. Ach, ich liebe dieses Ringgeräusch. Das hört sich viel schöner an als bei Super Mario, diese blöden Ding. Ein geiles Geräusch. Zieh!